Vorletzte Woche haben wir eigentlich die intensivste gehabt. Das heisst, die Intensität des Trainings ist allgemein eigentlich recht ähnlich gewesen, aber der Umfang hat einfach immer mehr zugenommen. Wir sind bis zu 10 Trainings in der Woche gegangen. Und jetzt haben wir eine regenerative Woche gehabt, bis heute, wo wir den Umfang gedrosselt haben auf 5 Trainings in der Woche. Die Intensität war eigentlich immer noch gleich hoch gewesen. Und jetzt werden wir wieder anziehen. Ja, sicher eine intensive Zeit gewesen, schon jetzt, nach diesen 5 Wochen. Wir haben von mir aus gesehen gut trainiert. Wir haben so ein gefunden als Mannschaft, wo der grösste Teil eigentlich zusammengeblieben. Aber trotzdem ist es immer die alles also wieder etwas Neues. Und ich glaube, bis jetzt haben wir auch gut gearbeitet zusammen. Du musst ab und zu schon werden, aber ich finde wirklich, es ist ein guter Ausgleich zwischen wir trainieren hart, aber wir haben Spass dabei. Oder wir können nach dem Training auch gut mal sagen, hey, so, jetzt können wir eben mal so etwas machen wie ein Grillieren miteinander. Und, ja. 4,5 Wochen her, seit ich operiert worden bin, von dem her ist es eigentlich gut von Schmerzen her. Und ja, es geht eigentlich wirklich gut vorwärts. Ja. Also schlussendlich plane ich eigentlich so, jetzt haben wir mal die ersten Tests in der ersten Woche gehabt, oder in der zweiten besser gesagt. Anschliessend kommen die zweiten, also Pre-Post-Tests, die zweiten Tests kommen dann End-Sommertraining. Dort sehe ich schon mal, ob eine Progression da stattgefunden hat, was eigentlich sehr wichtig ist und etwas anderes erwarte ich eigentlich auch gar nicht. Wenn ich es so vergleiche, Langnau-Auto, sage ich jetzt mal, da ist der Unterschied nicht so riesig. Also eben, habe ich das Gefühl, von der Intensität, vom Aufwand her und so, ist eigentlich praktisch gleich, was ich gut finde, weil auch zu Langnau, als wir in Bese waren, schlussendlich haben wir den Aufwand eigentlich gleich behalten wie an und schlussendlich hat das Erfolg gebrungen und ich glaube, dort legen wir sicher an Stein für den Winter nähren. Ich sage jetzt mal, MySports-League kann man nicht ganz mit dem Profitum vergleichen, was ja normal ist. Auch dort wird gut geschafft, aber natürlich in einem anderen Aufwand natürlich. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe von mir behauptet, dass ich immer einer war, der so ein für mich auch geschafft hat, speziell. Oder ich hatte das Privileg in dieser unteren Liga, wo ich nicht voll arbeiten musste. Oder das gleich, wo ich noch so ein bisschen profimässig, nicht ganz, aber so Halbprofi, sage ich jetzt mal, können dabei bleiben. Und das hilft mir jetzt natürlich. Und darum ist es kein Aufholen, aber ist sicher auch für mich, wo ich sicher etwas Gutes Grundstein muss legen für die Saison jetzt. Das Ziel ist, dass ich bis Ende nächste Woche, Mitte nächste Woche kann, laufen ohne Krücken. Und jetzt bin ich schon ein bisschen am Üben, die Heimannahmung am Abend ein bisschen für mich selber. Aber ja, es geht halt noch nicht so locker, wie ich es gedacht habe. Und mit der erholteren Beine auch in die Meisterschaft können wir starten. Und von dem her kommt sie immer ein bisschen vom Längeren, kommt sie ins Kürzere, ins Schnellere, ins Sprintintervall. Ja, es ist sicher am Anfang speziell gewesen. Ich habe gehört, dass er jetzt hier zu alt ist. Oder? Speziell in dem Stil, dass wir uns gleich verloren haben. Oder so unsere Wege haben sich getrennt nach dem Nachwuchs. Aber er macht seinen Job wirklich sehr gut hin, Alter. Muss wirklich ein Kompliment machen. Und sagen, es ist sehr professionell, wenn wir Training haben. Aber neben dem Trainingsbetrieb sind wir Kollegen und machen etwas Freizeit zusammen. Von dem her haben wir es immer noch gut. Ja. Die Halbzeitbilanz sieht so aus, dass wir wirklich gut drin sind. Der Einsatz ist top, wirklich eine Steigerung ist da, von jedem die Einstellung stimmt und von dem her schaue ich gut auf die nächsten 5 Wochen zu. Ja.